Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute eine Liebeslegung für dich mit meinen Skatkarten. Aber wir haben heute einen Neumond im Stier. Und bevor ich natürlich die Karten legen werde, jetzt so als Kollektivlegung, möchte ich gerne in den Karten reinschauen, was bringt uns dieser Neumond überhaupt? Sollen wir hinschauen? Was sollen wir vielleicht loslassen? Was sollen wir anfangen? Wo sollen wir dran festhalten? Wie kommen wir weiter? Es ist ein sehr intensiver Neumond, denn wir haben auch Portaltage und das ist jetzt der dritte Portaltag jetzt in diesem Zyklus. Und die heutige Energie ist im Mitgefühl. Also, dass du wirklich im Mitgefühl bist, natürlich auch mit deinem Liebsten, aber auch mit deinen Mitmenschen um dich herum. Schließe deine Augen, tauche erstmal in der Energie der Kristallschale hinein und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Erstmal die Karten aus der Sternenenergie. Wir fragen, wir bitten die Engel um Unterstützung und um Führung für uns wahrhaftige und lichtvolle Botschaften zu überbringen. Dankeschön. Das ging aber schnell. So, drei Stück sind gesprungen. Sehr gut. So, wir bitten weiterhin die Engel um Unterstützung, um Hinweise. Was soll dieser Neumond für uns dann auch zeigen? Was soll er uns zeigen? Wo sollen wir hinschauen? Ja, es sprangen zwei Karten. So, dann fragen wir natürlich die Mondbotschaften der Seele. Konzentriere dich auf zwei Karten. Wenn die Karten schon springen, dann wird das schon richtig sein. Ja. Und jetzt habe ich einen neuen Kartendeck dabei von Jasmin Boland, also Monologie. Das Mondorakel finde ich sehr, sehr schön. Und ziehe ich hier auch eine Karte. Und ich finde hier die Botschaften einmalig. Da werde ich euch aus diesem Büchlein jetzt diesmal wirklich vorlesen. Und wir fragen natürlich meine ältesten Deck, Monddeck, also Mondaspekte von Anita Nora Schickinger. Die mag ich auch total, weil die auch so schöne, genaue Hinweise auch gibt. Und hier bitte ich um sieben Karten. Also wird ein bisschen länger die Legung. Und natürlich gibt es heute auch eine energetische Begleitung mit dem Neumondritual. Kannst du gerne dabei sein. Und kannst du dich anmelden? Und wenn du dich zum Portaltag Energiekreis anmeldest, dann ist das hier gratis dabei. Ja? Sieben Stück. So, nach der Reihenfolge, super. Und wir schauen jetzt einmal den männlichen und einmal den weiblichen Aspekt. Einmal für den weiblichen. Bitte einmal für den weiblichen. Da kommen zwei. Wahnsinn. Und einmal für den männlichen. Okay. Dankeschön. So, und jetzt beginne ich mit der Klärung der Karten oder mit der Deutung generell. Dann packe ich jetzt hier meine schöne
Kartendecks zur Seite. Und wir schauen jetzt, was die Karten uns dann auch sagen möchten. Also, in erster Linie, in allererster Linie, geht es hier bei diesem Neumond, also Kraft zu sammeln und in Ausdauern zu sein, also in der Vitalität zu kommen. Also Neumond ist auch immer sehr gut, natürlich auch etwas zu beginnen und eine Sekunde. Ich habe hier nämlich ein paar Notizen auch gemacht, was wir auch an dem Neumond machen sollen. Also etwas zu beginnen ist der Neumond wirklich super gut. Und, also was können wir denn noch machen? Wir können jetzt Akupunktur vielleicht auch nehmen. Da wäre jetzt aufbauend für dich. Wir könnten auch Entspannungsübungen machen. Wir könnten bestimmte Gewohnheiten aufhören. Ja, wir könnten jetzt Hals, Ohren auch schützen. Hals und Ohren. Oder eventuell mit Schüsslersalze Nummer 7 etwas beginnen. So eine heiße 7-Kur. Also die Schüsslersalze Nummer 7 ist das Magnesium im Grunde. Oder wir können auch ein heilendes Bad machen. Dauerwelle können wir an dem Tag machen. Trockene Haare behandeln an dem heutigen Neumond. Also Salz ist sehr gut heute Salz zu sich zu nehmen und also wir können auch Wurzelpflanzen essen, Wurzelgemüse, das sage ich euch auch immer bei dem Mondenergien ist wichtig, dass ihr euch erdet. Ihr könnt auch einen Fastentag einlegen oder halt Rückschnitt im Garten vornehmen. Das ist jetzt wirklich vorab jetzt schon mal für den heutigen Tag. Und ich habe diese Liste vergessen. Und das gebe ich dir mit auf den Weg, also ausdauernd auf deine Vitalität achten. Wir haben die Erneuerung, die Kreativität, die Lebensfreude und sogar den Kinderwunsch heute. Für den einen oder den anderen wird das wohl sein. Die Sinnlichkeit zu leben, bedingungslose Liebe, Glück und Harmonie. Also Stier ist auch eine sehr genussvolle Sternzeichen, also Sinnlichkeit, Leben. Heißt das, dass der halt auch das Genuss dann auch, ob das jetzt im Essen ist oder im schönen Dingen sind oder im Trinken ist, dass man das auch dann genießt. Die Karten heute geht es um die Vereinigung, um die Hochzeit, Liebe und Licht verschmelzen in mir. In dir diese innere Hochzeit, denn du bist die Königin des Himmels. Ich beschütze, was ich liebe und setze mich dafür ein. Also wie du siehst, also es geht hier wirklich darum, dass, ja, dass du deine Größe erkennst und dass du das beschützt, was du liebst und ja, dass du dich auch dafür einsetzt. Was sagen dir noch die Karten? Achte auf deine Träume. Ich lebe den Himmel auf Erden aus und der Liebe meines Lebens. Also das ist die Traumkraft. Wichtig ist, dass du deine Träume folgst, deinen Träumen folgst und also auch die Liebe in deinem Herzen auch spürst und auf deine Intuition, auf deine Seelenkraft hörst. Höre auf dein Bauchgefühl, zieht es dich oder drückt es dich. So, dann haben wir hier natürlich noch zwei Karten bekommen, eine große, große Legung. Es geht darum, nimm dir Zeit zum Ausatmen. Also einatmen, ausatmen, also innehalten. Anpassung ist gefragt, abnehmender Halbmond. So, nimm dir Zeit zum Ausatmen, abnehmender Mond. Mhm. 108, Moment, so, Moment, wo war das denn nochmal?
Dreiviertelmond, Entschuldigung. So. So, 42, Entschuldigung. So, da ist er ja. Was sagt uns diese Karte? So, die Intensität des Vollmonds ist abgeklungen und was hältst du nun in Händen? Das ist die Frage, die sich in dir mit dieser Karte stellt. Sie geht davon aus, dass die Situation, der deine Frage gilt, ihren Höhepunkt erreicht hat und dass du dich nun aufstellen und deine Lehre aus der Erfahrungen ziehen musst. Statt blind wütig weiter voranzustürmen, vertraue darauf, dass alles, was geschieht, zu deinem Besten ist. Bemühe dich, die Dinge, wie sie jetzt sind, zu akzeptieren und genehmige dir die mögliche beteiligten Zeit für nötige Entspannung. Falls du meinst, auf ein Hindernis gestoßen zu sein oder versagt zu haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, was du nächstes Mal anders machen könntest. Sei ehrlich mit dir selbst, falls du mit den gegenwärtigen Situationen unzufrieden bist und erinnere dich daran, dass das Leben in Phasen verläuft. Ich bin da, wo ich bin, und das ist gut so. Du solltest jetzt oder bald wissen, wo du stehst. Es wäre gut, dir ein wenig Zeit für deine eigenen Bedürfnisse zu gönnen. Teile jetzt ein erworbenes Wissen und deine Kenntnisse mit anderen. Lass dich jetzt nicht gehen. So, und Anpassung ist gefragt. Moment. Abnehmende Vollmond. Moment. Abnehmender Vollmond. Moment. Wo ist er denn? Abnehmender Halbmond. 44. Moment. Ja, das ist die zweite sogar hinterher. Schau mal das an. Also stell dir vor, du seist ein Gefäß, das in den zurückliegenden Wochen immer weiter angefüllt wurde. Manches von dem hinzugekommen mag wundervoll sein, doch ist auch eine große Menge Negativität dabei. Und von der musst du dich nun befreien. Zu welcher Situation auch immer du jetzt Fragen stellst, mach dir ehrlich und Beteiligten schädliche Emotionen bewusst, damit du sie in den Äther entlassen kannst. Mit dieser Karte geht das Versprechen einher, dass noch nicht alles verloren ist, doch sind Veränderungen und Anpassungen erforderlich, damit du an dein Ziel gelangst. Ein Kurswechsel wird verlangt als Zeichen dafür, dass du jüngere Ereignisse verstanden und entsprechend gehandelt hast. Es könnte auch eine Krise anstehen, die dich daran erinnert, was du willst und wovon du dich befreien musst. Gib also gut Acht. Ich bewerte die Situation neu und möglicherweise ist dein Leben aus dem Gleichgewicht geraten und bereitet dir Schwierigkeiten. Vielleicht ist es an der Zeit, einen ganz neuen Plan auszubrüten. Etwas Neues und Aufregendes ist im Anzug. Vertrauen könnte erforderlich sein, um die Situation voranzubringen. Also für dich. So, wir schauen jetzt, was die Karten noch sagen. Ich hoffe, das konntet ihr alles annehmen. So, es geht darum, die Herausforderungen sich zu stellen, also in Freiheit zu begeben, sich zu befreien von den Emotionen mit der Hilfe deines inneren Seelenlichts. Geh in der Fülle, löse deine Grenze auf und geh ins Gefühl. Also Gefühle sind immer was Wertvolles. Für den weiblichen Anteil geht es darum,
Dies ist ein Hinweis, deine sensitiven sowie intuitiven Zugänge zu nutzen, die dir von Gott gegebene Kräfte möchten sich nun zum Wohle des kollektiven Bewusstseins entfalten. Und höre den Ruf, lasse dich mitziehen von dem inneren Wissen, dass du dazugehörst, dich verbunden fühlst und dich ganz aufgeben kannst, ohne dich zu verlieren. Du bist ein Teil des Ganzen, erlaube dir dies zu spüren. Und natürlich für den Männlichen kommt die Mondprinzessin, indem du heute Ansprüche an dich selbst stellst, setzt du deine Ziele jedoch, habe im Blick, dass diese dich auch ausbremsen können. Überprüfe, ob sie aus Liebe oder aus Angst herausgesetzt werden. Also, Ansprüche für die Männerwelt an sich. Konzentriere dich. Was sollst du in der Liebe wissen? Ja, Seelenpartnerschaft, toll. Die Seelenpartnerschaft ist da. Das spielt also die größte Rolle hier. Die große Liebe für dich. Und es geht um Bewusstwerdung, dass man auch wirklich bestimmte Dinge bewusst wird. Und natürlich an den eigenen Selbstwert arbeitet, die Anziehungskraft erkennt und sich trotzdem bei sich selber zu Hause wohlfühlt. Also die Anziehungskraft gibt dir die Lebensfreude. Du bist lebendig, du spürst das, das sprudelt in dir. Und wir schauen jetzt, was die Karten sagen. Die Portale sind schon heftig diesmal. Also es geht hier um die Stabilität aus diesem Tal der Tränen rauszubrechen und also auch wirklich ja, in der Stabilität zu kommen. Wir legen jetzt natürlich die Karten aus, die Skatkarten. Und wenn du jetzt noch bei dem Portaltag dabei sein magst, dann wird es anteilig abgerechnet, dann ich glaube 27 Euro pro Tag. Also rechne mal aus, das sind dann Moment, wir haben den dritten Portaltag, dann sind das jetzt 7 mal 27, 2, 4, 6, 7, 8. Also kannst du gerne mit deinem Seelenpartner dabei sein. Und natürlich werde ich das auch jetzt gleich an meine Webseite auch verändern. Und das bleibt dann auch bis zum Ende der Portaltage. Also jetzt hast du noch die letzte Möglichkeit. Aber du kannst auch jetzt natürlich an dem Neumondritual teilnehmen. Das kostet wie immer 90 Euro. Für dich und deinen Seelenmenschen, auch deine Wünsche im Universum senden und natürlich der Energiekreis. So, bei Portaltag ist es gratis dabei. Also ich sehe dich hier energetisch unten. Was heißt das? Entweder bist du müde, niedergeschlagen, kraftlos, dir fehlt die Kraft, also bist träge. Also so nehme ich dich wahr, du beobachtest das Ganze hier von unten und ja, weiß gar nicht, wie es dir gerade jetzt hier geschieht. Also es geht hier wirklich darum, bei dir, du schaust hier in der feste Partnerschaft und in dieses Vertrauen, wo du jetzt schon mittlerweile so doll daran zögerst und bist du hin und her gerissen, zögerst du und ziehst du dich immer wieder zurück. Dein Ausdauer ist jetzt gefragt, wie du siehst. Dein Ausdauer war doch jetzt hier auch. Kraft, Ausdauer und Vitalität zu behalten und natürlich auch in diese Seelenpartnerschaft zu bleiben. Und es geht auch darum, diese alten Themen also wirklich auch aufzuarbeiten. So nehme ich das wahr, also im Außen auch wirklich das aufzuarbeiten. So, was sehe ich hier dein Seelenmensch? Also dein Seelenmensch schaut in der Spiritualität, der arbeitet spirituell, der erwacht. Habe ich das Gefühl, was ich hier sehe, also so ein kleines bisschen Ärger, was ihm vielleicht irgendwas ihm nicht so gut gelungen ist. Ich sehe die Bewusstwerdung, dass es halt karmisch ist und ich sehe hier definitiv, sehe ich hier auch die Nähe und die Verbundenheit und ich sehe hier auch auf jeden Fall die große
Liebe. Also er empfindet schon die große Liebe für dich und auch diese Nähe und Verbundenheit. Und das ist hier auch wirklich karmisch mit euch. Allerdings sehe ich hier die Bewusstwerdung bei ihm, dass er noch an bestimmte Themen noch arbeiten soll, spirituell. Der ist noch nicht so weit, obwohl der ist jetzt schon in der Schwingung wesentlich höher als du. Vielleicht geht es ihm besser, aber er ist sehr kopflastig. Bei dir sehe ich hier das Erfolg, also der Erfolg wird bleiben und hier die Stabilität ist auch da. Allerdings die Verlustängste, die dir jetzt eventuell hochkommen, stimmen dich was traurig, ziehen deine Schwingung herunter und du sollst hier in diese Lebensfreude, Anziehungskraft, sich wohlfühlen bei dir, dein Selbstwert pushen. Also darum geht es, dass du dich halt besser fühlst. Also sehr gerne im Portalkreis sei dabei, also damit du energetisch auch wirklich höher schwingen kannst, ja? So, bei dem Seelenpartner geht es wirklich darum, seine Gefühle, die da sind, also hier sind noch Gefühle da. Und also es geht auch Stück weit wirklich hier darum, dass er seine Gefühle nicht unterdrückt, sondern seine Intuition vertraut und seine Intuition auch fließen lässt und also den Neuanfang, was jetzt schon so lange ansteht, dass er das ist das freudige Überraschung halt auch mit Glück und mit dem Gespräch in deine Richtung manifestieren kann. Der Glück ist trotzdem an seiner Seite. Der hat also durch diese Seelenpartnerschaft an seinen Selbstwert auch gewonnen. Bei dir geht es darum, der Neuanfang ist karmisch und auf jeden Fall geht es um die Stabilität. Bei dir seh ich also sehr viele Erdkarten, ne? Also das heißt, der Erfolg ist da, die Finanzen sind da, die Stabilität, die neuen Projekte sind da, ja, das Vertrauen ist da, die Beständigkeit ist da, so ist alles bei dir da. Bei deinem Seelenpartner sehe ich hier die Kommunikation übers Glück spirituell. Er fühlt sich auch momentan sehr wohl. Und was sehe ich noch hier? Auf jeden Fall sehe ich hier, ja, also sein Selbstwert spielt hier eine große Rolle. Wir zählen mal die Karten aus. So, wir schauen jetzt, wer was bekommt. So, du bekommst drei. Dein Herzensmensch ist gar nicht dabei. Wir schauen jetzt auf die große Liebe, feste Partnerschaft, Anziehungskraft, Seelenpartnerschaft. Ja, und das schöne, gute, alte Karma. Große Liebe. Ja, also. Da kommuniziert ihr schon darüber, dass es für beide das große Liebe ist. Feste Partnerschaft geht es darum. Ja, es ist was Altes, was ihr mitbringt. Also es ist was Karmisches. Auf dich kommt der Herzensmensch zu mit dem Rückzug und sein Selbstwert. Also arbeite du auch an deinem Selbstwert. Und karmisch geht es wirklich darum, ja, dass man sich darüber erhebt, dass man auch wirklich ja, über diese karmische Themen hinauswächst, die erlöst. Anziehungskraft im Außen ist es da, in der Seelenpartnerschaft ist dieses Hin und Her On-Off-Geschichte, also ist wir nach wie vor da. Eine Tarot ziehe ich jetzt einfach mal und frage jetzt an diesem heutigen Portaltag und an dem heutigen dritten Portaltag und an dem Neumond, was sollst du jetzt hier noch für dich mitnehmen?
Ich werd wahnsinnig. So, die unterste Karte ist die Sonne. Du sollst dich freuen und das Leben genießen. Erfolg, zuversichtlich sein und auf der Sonnenseite stehen, das Leben bejahen, sich hingeben, offen sein, sorglos sein, schöne Zeit, die Ausstrahlung, Wärme, Hingabe, Geburt und Neubeginn. Ja, und schau mal hier, der Neubeginn in deine Seelenpartnerschaft. Also den Kelch zu reichen, ja. Aufeinander zugehen, etwas gemeinsam machen, sich austauschen, versöhnen, liebevolle, verständnisvolle Begegnung, die Partnerschaft, sich neu verlieben oder sich versöhnen. Ist das nicht toll? Schau mal. Ja, herzlich willkommen. So, ich freue mich auf dich und ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Und heute auch natürlich den Neverending Story mit den Seelenpartner. Ein Vimeo-Video sei dabei. Ich freue mich auf dich und sage Namaste. Bis bald, deine Valeria.